Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Allgemeine Sportwettentipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps. Viel Spaß mit den xbet-Tipps von Chris Custodian und Radek Vegas. Hello im Jahr 2019 und die Bundesliga startet mit dem 18. Spieltag am Freitag. Wir haben auch ein bisschen was geändert. Chris Custodian ist noch nicht hier live im Studio, der ist noch zugeschaltet, aber wird hoffentlich dann zur nächsten Ausgabe auch hier mal Platz nehmen. Hundertprozentig, aber danke, dass es auch mit der Zuschaltung klappt. Immerhin so, als dass du da alleine dir überlegen musst, was die genialen Tipps sind. Ja, und wir werden auch am System etwas ändern. Wir tippen nicht mehr gegeneinander, weil das waren ja nur unsere Meinungen und auch nicht so wirklich erfolgreich bisher in der Saison, muss man auch mal so sehen. Und deswegen wollen wir das Ganze jetzt ein wenig analytischer aufziehen, nach Statistiken auch bisschen ein Modell entwickeln. Ihr könnt gerne in die Kommentare posten, welche Statistiken eurer Meinung nach den meisten Einfluss darauf haben, wie man ein Spiel korrekt vorhersagen kann. Ob das jetzt das Tor, die Tordifferenz ist oder die Anzahl der Schüsse, die aufs Tor gehen oder die Siege pro Torschuss. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, da an die Sache ranzugehen. Und wir werden hier in dieser Folie hier quasi unsere Meinungen oder unsere Ideen festhalten und dann am Ende unsere drei Lieblingstipps jeweils abgeben, auf die wir dann wetten. Und apropos Wetten, besser läuft es bei der NBA in diesem Monat für uns. Im Januar hattest du 30 Einheiten plus. Das geht fast nicht besser, würde ich fast sagen. Aber es geht fast doch noch besser, denn ich habe in der NHL-Gruppe plus 46 Einheiten. Das sind schon echt überragende Werte zusammen. Über 70 Einheiten. Normal sollte man einfach jetzt Urlaub machen und dann erst im Februar wieder anfangen. Aber vielleicht wird es ja noch besser. Aber jetzt geht es erstmal in die Bundesliga. Und da haben wir natürlich hier am Freitagabend das erste Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Was meinst du da dazu? Ja, ich habe jetzt schon gehört vom FC Bayern, dass sie sich wieder übertrainiert haben in Katar oder wo auch immer die gerade gewesen sind, ihr Trainingslager. Da haben sie schon wieder Kritik am Kovac geäußert, die Spieler oder zumindest irgendwelche internen Quellen. Also es ist wahrscheinlich immer noch nicht so eine runde Sache beim FCB, dass die jetzt schnell wieder auf Platz 1 der Spitze laufen. Hoffenheim, ich kann jetzt auch nicht so viel sagen. Also ich sehe hier in erster Linie ein X mit vielen Toren. Mhm. Also, die Hoffenheimer haben ja die letzten 5 Spiele in der Bundesliga unentschieden gespielt. Das muss man sich mal reinziehen. 1-1, 1-1, 0-0, 2-2, 1-1. Also du meinst, die machen da genau weiter, wo sie 2018 aufgehört haben? Ich glaube schon. Also beide Treffen und ein X, das sind so meine ersten beiden Gedanken. Ich denke auch, dass beide Treffen, da wird es wahrscheinlich eher eine schwächere Quote dazu. Pokalabende und so weiter. Ich sehe hier auch schon wieder eine Tore-Wette. Also einer in unserem Forum, oder besser gesagt unter YouTube-Kommentaren, hat geschrieben, hey, jetzt wo der Bosch da ist, kann man immer gegen Leverkusen wetten und auf 2,5 Tore für die Gegner oder so. Mhm. Da schließe ich mich doch gleich mal an und ich würde sagen, meine Lieblingswette ist hier eine plus über 3 Tore, also Asian Handicap Tore 3. Oh. Wie Asian Handicap? Nicht Handicap, Torzahl über 3.0 oder 3,5. Wie ist der richtige Satz da? Asian Torzahl 3.0 heißt also, wenn 3 Tore fallen, halten wir unseren Einsatz, wenn über 3 Tore fallen, dann haben wir gewonnen. Und es gibt natürlich eine viel bessere Quote als 2,5 Tore. Bin ich absolut dabei. Ich würde auch sagen, beide treffen. Und außerdem, was mich halt ein bisschen skeptisch macht, wo ich eher sehe, dass hier das Value bei Leverkusen liegt. Die 3 Auswärtsspiele zuletzt von Gladbach, die haben 2-mal verloren. Okay, in Dortmund kannst du verlieren. Hoffenheim 0-0, okay, ist auch jetzt kein schlechter Wert. Und in Leipzig 2-0 verloren. Das sind alles Top-Mannschaften. Aber Leverkusen nominell ja auch eigentlich viel schlechter in der Tabelle, als sie eigentlich sein müssten von diesen Spielern her. Deswegen
denke jetzt nicht, dass Leverkusen dieses Spiel verliert, aber die Siegquote von 2,0 ist halt auch ein bisschen zu niedrig vielleicht, um hier auf ein Handicap 0 oder so zu gehen, weil dann hast du ja da noch eine niedrigere Quote. Sogar ja. Nur eine 1,44 und dann ist das Value schon wieder bei Gladbach. Aber schwierig, halten wir uns an die Tore. Das ist, glaube ich, in dem Fall das Vernünftigste. Was wäre das Vernünftigste bei Frankfurt gegen Freiburg? Ein hoher Heimsieg der so starken Frankfurter? Ich glaube, dass wir hier einen Frankfurter Sieg sehen. Der Fußball-Nostalgiker an sich, der hofft ja immer, dass Freiburg genügend Punkte holt, um in der Liga zu bleiben. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier um einen sinnvollen Tipp zu finden. Und den würde ich sehen bei einem Handicap-Sieg von Frankfurt. Das würde ich sogar ganz klassisch auf eine Minus 1 legen. Das bedeutet nämlich, wie du auch vorhin bei Bayern München gesagt hast, wenn Frankfurt mit einem Tor gewinnt, behalten wir unseren Einsatz, haben wir nichts verloren. Wenn sie aber dann mit zwei Toren gewinnen, dann gibt es eine gute Quote. Und da gehe ich mit, das sehe ich ähnlich. Frankfurt wird dieses Spiel wahrscheinlich gewinnen. Wie man sieht, die Freiburger mal hopp, mal top, aber doch sehr unkonstant. Und vor allem, wenn man schaut, auswärts zuletzt 1-0 in Nürnberg gewonnen, aber sonst, ja gut, in München 1-1, das ist natürlich auch ein gutes Ergebnis. Aber gut, Frankfurt ist dann in der Rückrunde jetzt auch hoffentlich wieder so offensiv stark, wie sie es zum Beispiel bei Heimspielen gegen Schalke und Düsseldorf waren. Und dann gewinnen die dieses Spiel auch mit mehr als einem Tor Vorsprung. Und da gibt es dann auch eine halbwegs vernünftige Quote darauf. Bei deinem Duell Hannover gegen Bremen, zwei deiner Lieblingsteams, was hast du da denn für eine Idee? Ja, meine erste Idee ist natürlich, dass man die Hände weg von dem Spiel lassen sollte. Bremen ist mein absoluter Lieblingsverein, weiß der ein oder andere vielleicht auch, der uns schon länger verfolgt. Die Quoten sind fair, wie sie da so sind. Es ist jetzt der erste Spieltag der Rückrunde, offensichtlich. Und wenn man Hannover gegen Bremen hört und daran an die Spiele denkt, dann hat man vielleicht im Kopf, okay, da können viele Tore fallen. Ich glaube nicht wirklich daran. Denn Hannover ist offensiv nicht so potent und die müssen jetzt mal langsam punkten und das würde bedeuten, dass sie erstmal die Defensive stabilisieren sollten und müssten. Deshalb würde ich von Torwetten Abstand nehmen. Ich würde auch von Siegwetten Abstand nehmen. Ein Unentschieden hört sich sinnvoll an, aber ist mir auch zu gefährlich. Mein absoluter sinnvollster Tipp ist hier ein Halbzeitunentschieden, denn ich glaube, dass, wie gesagt, Hannover es sehr, sehr ruhig angehen wird und Bremen wird auch erstmal darauf aus sein, nicht in einem Konter oder so zu laufen. Also Halbzeit unentschieden ist mein Happy-Tipp bei diesem Spiel. Ja. Gibt ja eine Gruppe, bei denen Halbzeit unentschieden getippt wird. Bin ich nicht zur Gänze überzeugt davon. Aber bei Bremen fällt mir auf, die haben in den Auswärtsspielen zuletzt immer ein Tor geschossen. Also die können natürlich auch gegen Hannover treffen. Wie es dann letztendlich aussieht, wie das Spiel endet, will ich mich auch nicht festlegen. Aber ich würde schauen, was Bremen über 0,5 Tore für eine Quote hat. Also muss man hier sehen, over plus 0,5. Da sonst heißt es ja Asian Handicap. Aber so, ja, gefällt mir das noch am besten. Augsburg gegen Düsseldorf, dass das ein Abstiegsduell ist, das dachte ich zu Saisonbeginn, hätte ich mir das nicht vorstellen können, da die Augsburger stark gestartet sind. Aber sie haben auch stark nachgelassen und befinden sich aktuell sogar hinter Düsseldorf in der Tabelle. Für alle, die jetzt die Tabelle nicht mehr so parat hatten nach der Winterpause wie ich, für mich schon eine kleine Überraschung. Denn Düsseldorf hat ja auch gegen Dortmund gewonnen und gegen Bayern unentschieden gespielt. Können Sie in Augsburg was reißen? Also die Hauptstory ist natürlich um Friedhelm Funkel. Vertrag wird nicht verlängert, dann ist der Friedhelm traurig. Die Fans protestieren und dann sagt man, ja, okay, du Friedhelm, tut uns echt leid, wir machen weiter. Ich glaube, man Düsseldorf, wenn sie absteigen, das wird eins der kuriosesten Stories geben und auch sein, denn dann wird es heißen, dass die Vereinsführung es komplett verbockt hat. Augsburg
ist ein Team mit super viel Potenzial und die müssen jetzt unbedingt einen Lauf starten. Ich habe früher Anstoß gespielt, genauso wie du, und vielleicht kennt der ein oder andere Zuschauer das da draußen noch. Da konnte man so Halbzeitansprachen wählen und meine Ansprache bei dem Spiel wäre jetzt, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Mhm. Und mit dieser Einstellung erwarte ich, dass Augsburg reingeht, denn sie würden direkten Konkurrenten eben dann hinter sich lassen und auch gut in die Rückrunde starten und vielleicht mit mehr Selbstbewusstsein reingehen. Die Quote finde ich nämlich sehr, sehr schick. Ich sehe nämlich Augsburg wie du nicht als Team, was da unten hingehört, und von daher eine 1-9er-Quote als rein Sieg. Why not? Ja, und ich habe halt die Befürchtung, dass vielleicht der Baum langsam nicht mehr die Mannschaft erreicht. Wenn die jetzt gegen Düsseldorf nicht wirklich eine Reaktion zeigen, dann glaube ich, dass der sich nicht lange hält. Und dann muss man auch sehen, dann hätte man ihn vielleicht auch schon früher absägen müssen, weil da hat Leverkusen das ja vielleicht wirklich trotz aller Arschigkeit von Rudi Völler sogar richtig gemacht. Bei Stuttgart gegen Mainz habe ich jetzt spontan keine besonders gute Idee. Die Stuttgarter haben ja auch einen erfolgreichen Trainerwechsel hinter sich. Sah erst gar nicht danach aus, aber wer denn mit einer 4-0-Niederlage einen Platz gut machen kann, das muss ein richtiger Zauberer sein, wie dieser Weinzierl. Und er hat Stuttgart jetzt immerhin hier auf Platz 16 geführt. Mainz steht in der Tabelle besser da, werden ja chronisch unterschätzt von mir und das ändert sich jetzt auch nicht so schnell. In dem Spiel würde ich aber jetzt von einem Sieger absehen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Mainzer hier viele Tore schießen, wenn man hier die letzten Ergebnisse von denen anschaut, zumindest. Finde ich einen guten Input, den du da lieferst. Auf den ersten Blick würde ich nämlich hier sagen, unter 2,5 Tore. Eine Wette, die mir prinzipiell nicht so gut gefällt. Aber ich glaube, das Spiel geht entweder 1-0 für ein Team aus oder 0-0 oder 1-1. Mhm. Und damit sind wir bei unter 2,5 eigentlich ganz gut aufgestellt. Meine Wette, wenn die Quote einigermaßen passt, wäre Mainz unter 1,0. Gäbe das Geld zurück, wenn Mainz doch ein Tor schießt. Ansonsten, dass die zwei Tore schießen, kommt ganz selten mal vor. Und ja, prinzipiell sehe ich Stuttgart im Aufwind und letzte Saison waren die ja extrem heimstark. Und warum sollen sie da nicht wieder anknüpfen können? Heimstark ist auch Leipzig. Die spielen jetzt gegen Dortmund. Da haben sie das Hinspiel 4-1 verloren, etwas höher als man dachte. Aber dann eine richtige Serie gestartet und sich bis auf Platz 3 in der Tabelle, 4 vorgespielt. Können die jetzt auch den Tabellenführer ärgern? Die Bayern wird's freuen. Das ist eine gute Frage. Und wie du sagst, das Hinspiel ging 4-1 für Dortmund aus. Aber vom Spielverlauf hätte das auch ganz anders sein können. Trotzdem ist es jetzt schon ultramäßig in der Vergangenheit. Dortmund mit einer sehr, sehr starken Hinrunde. Ein unnötig Ausrutscher gegen Düsseldorf. Jetzt wollen wir natürlich nicht, dass es gleich wieder heißt, Bayern holt die Dortmunder ein. Und ich persönlich, mein Tipp wäre hier, weil wir reden von Dortmund, also starker Kader, toller Trainer, tolles Team, Tabellenerster und die haben eine 2-Simmer-Quote. Egal, wie gut Leipzig ist, das ist mir egal. Ich würde deshalb schon Value sehen auf einen Sieg auf Dortmund oder ein Draw No Bet oder so oder halt Dortmund plus Handicap, was weiß ich. Aber das ist meine ganz klare Tendenz. Mhm. Double Chance Dortmund 1,55 ist mir zu wenig, aber Draw No Bet mit 1,91, das Asian Handicap 0, das könnte man hier schon machen. Dafür ist Leipzig auch nicht so stark. Die haben mich vor allem enttäuscht, als ich mal auf sie gesetzt habe und dann haben sie 3-0 in Freiburg verloren. Und wer mich kennt, weiß, ich bin extrem nachtragend. Und von daher würde ich hier auch lieber auf die Dortmunder setzen. Also wenn ein Tabellenführer, der sich bisher wirklich wenig zu Schulden kommen hat lassen, natürlich, als ich auf sie auch mal gesetzt habe gegen Düsseldorf, haben sie natürlich da auch verloren. Aber jetzt würde ich auf sie setzen gegen Leipzig. Aber gut. Man darf auch nicht vergessen, Leipzig hat gegen die Teams gewonnen und Punkte geholt, wo sie auch Punkte holen müssen oder gewinnen müssen, haben aber die Big Games gegen Dortmund, gegen Bayern und vor allem auch in der Europa League verkackt. Hm. Wobei die Europa League Games, die haben sie ja wirklich mehr oder weniger abgeschenkt, weil Rangnick gemeint hat, das ist
das ist nicht mein Niveau, das ist nicht meine Liga. Ein Ralle Rangnick, der gehört in die Champions League. Und was soll ich da nach hinter Krasnodar, Sibirsk irgendwo hinfahren? Da spiele ich natürlich nur mit Amateuren. Naja, und der hat seinen Fokus schon auf die Bundesliga. Aber bin gespannt, könnte auf jeden Fall auch ein torreiches Spiel werden, oder? Was meinst du? Da wird es natürlich eine sehr, sehr schlechte Quote dafür geben. Deswegen gehen wir gleich weiter zum Spiel Nürnberg gegen Hertha. Die Hertha, ja, unauffällig, die graue Maus dieser Liga auf Platz 8. Nürnberg 10 Plätze dahinter, auf dem letzten Platz. Ist Nürnberg so schlecht wie der Tabellenplatz oder können die vor allem zu Hause was reißen? Nürnberg ist so schlecht wie der Tabellenplatz. Ich glaube auch, dass kein anderes Team mehr hinter Nürnberg sich einreihen wird. Vielleicht mal kurzfristig, aber nicht am Ende der Saison. Leider. Ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass die irgendeinen Wunderheiler verpflichtet haben. Der Kader ist einfach leider nicht gut genug. Von daher, ich tue mir schwer bei dem Spiel X2 oder so. Ich sehe keinen Nürnberger Sieg, aber X2 gibt bestimmt keine gute Quote. Keine Ahnung. Kein Plan. Wenn vielleicht Asian Handicap auf Hertha noch eine halbwegs vernünftige Quote gäbe. Aber ja, also Hertha, wenn die halbwegs was auf sich halten, dann müssen die in Nürnberg gewinnen. Aber Hertha ist halt Hertha, gell? Also da fallen mir auch wenig ein. Wenn man sowas hat, dann wettet man halt einfach nicht. Das ist ein Kunststück, einfach weniger wetten und dafür auf Sachen, die vernünftig sind. Und vielleicht ist bei Schalke gegen Wolfsburg was Vernünftigeres dabei, denn Wolfsburg hat ja in der Hinrunde dann wirklich überzeugt. Und wenn man sich das anschaut, der VfL Wolfsburg vom Relegationsplatz über die Relegation gerettet durch Bruno Labbadia und jetzt auf Platz 5. Sensationelle Geschichte. Aber was können die jetzt gegen den enttäuschenden Schalker machen? Wolfsburg, also der Bruno hat es, glaube ich, sogar angekündigt letzte Saison. Schalke hat, glaube ich, auch angekündigt, dass es dieses Jahr genauso weitergeht wie letztes Jahr. Rollenvertausch bei diesen beiden Teams. Tippen, keine Chance. Sorry. Mhm. Keine Chance. Okay, das halte ich mal so fest. Dann sind wir auch durch mit den ersten 9 Spielen der Bundesliga im Jahr 2019. Wir haben hier einige Wettideen. Wenn du dir jetzt was rauspicken müsstest, was wären deine 3 Favoriten? Also, ich würde auf jeden Fall bei Leverkusen gegen Gladbach die Asian Tore 3-0 nehmen. Meine Favoritenwette, wenn man das so anschaut, wäre das Frankfurt zu Hause mit einem Tor im Asian Handicap -1 gegen Freiburg gewinnt. Denn hier haben wir die Quote auch relativ gut für Frankfurt, 1,65. Eine Asian Handicap -1 bedeutet eigentlich das Gleiche, nur dass man eben bei einem Sieg mit nur einem Tor Vorsprung das Geld zurückbekommt. Mache ich gleich noch eine. Meine Augsburg-Wette gefällt mir auch ganz gut. Die trage ich hier gleich mal ein. Hat auch eine 1,9er Quote und trotz der Düsseldorfer Stärke zuletzt, glaube ich, haben sie jetzt ein bisschen Muffensausen, weil ja diese Thematik mit Funkel, du hast es angesprochen, dann eigentlich vom Trainingsbetrieb abgelenkt hat, während die Augsburger genau wissen, was die Stunde geschlagen hat und die werden aus den Startlöchern vielleicht besser rauskommen. Darf ich mich anschließen oder muss ich was anderes sagen? Bei Augsburg wäre auch mein Tipp. Ja, darfst natürlich nachmachen, klaro. Noch eine von dir? Ja, damit da würde ich sogar eine Double-Bet machen. Hoffenheim, Bayern, beide treffen und Dortmund X2. Gut, weil ich hätte die Bremen over 0,5 als meine Favoritenwette genommen. Bleibt zu abzuwarten, wie stark denn die Quote dabei ist. Also, dann viel Glück euch da draußen und uns und schaut auch mal in auf unsere Webseite XBet-Tipps. Da haben wir jede Menge Informationen. Ihr könnt euch in den Newsletter eintragen und bekommt dann immer mal wieder Strategietipps, allgemeine Wetttipps und vielleicht auch mal konkrete Wetttipps, wenn wir wieder mal ein interessantes Fax the Bookie haben. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao.
Allgemeine Sportwettentipps und konkrete Wetttipps kostenlos per E-Mail jetzt eintragen auf xbet.tipps.